Hallo ihr Lieben, das wird jetzt mein letzter kleiner DM und Rossmann Haul vor dem Urlaub. Ich habe jetzt keine Urlaubsprodukte speziell gekauft. Sonnenschutz habe ich ja schon und den habe ich auch schon ausprobiert und da werde ich auch noch mal zu einem Video machen. Diesen Balea Sonnenschutz, aber so ein paar Kleinigkeiten, die ich euch gerne zeigen möchte. So, hier brauchte ich für den Haushalt diese Swiffer, diese Staubmagneten. Das ist jetzt die Nachfüllpackung. Wenn man das Original kauft, also die Originalpackung, dann hat man diesen Stab dabei und dann muss man das jetzt nur so, ne, diesen neuen Mob da so drauf ziehen und man kann wunderbar jetzt über den Fernseher gehen oder Bücherregale. Heizungen sind auch klasse, so Heizkörper. Auch wenn wir die jetzt nicht anhaben, trotzdem stauben die ja ein und der Staub, deswegen magnetisch wirkt das. Und obwohl ich natürlich Feuchtstaubwischen auch mache und das ist auch sehr gut, dann riecht alles schön frisch. Aber so zwischendurch sind diese Staubmagneten gar nicht schlecht von Swiffer. Dann, ich halte es jetzt in die Kamera, die hier, die brauchte ich wieder, diese von DM, diese WC-Steine. Orangenblüte, das riecht immer sehr schön, also nach Orange, es gibt ja verschiedene Duftrichtungen und ist eben entfernt eben Kalk und Schmutz und Urinstein. Oder lässt ihn gar nicht erst aufkommen. Insofern sind diese Klosteine gar nicht so übel, nicht zu verachten. Dann von Ebelin. Ich habe mehrere probiert. Also ich finde die wirklich klasse. Ich komme immer wieder zu denen zurück. Dann noch zum Naschen zwischendurch am Computer oder ins Müsli rein. Diese blanchierte Mandeln sind das. Die sind es allerdings, okay, die sind zum Beispiel von Rossmann. Kosten 1,95 Euro. Reich eben an ungesättigten Fettsäuren, Ballaststoffen, Vitamin E, ist ein schöner Zwischensnack. Ich mag das ganz gerne mal so. Auch so Trockenobst oder so Nüsse. Ich mag jetzt nicht immer Walnüsse oder Pekannüsse oder Cashewkerne. Mandeln sind auch klasse. Diese Maske, die habe ich glaube ich schon das fünfte oder sechste Mal. Ich mache extra speziell nochmal zu einem Aufgebraucht-Video so einen Maskenreport. Ich habe ja sehr, sehr viele Tuchmasken ausprobiert und diese, obwohl die sehr preiswert ist, von der bin ich echt angetan. Das ist diese Cool Camel von Balea mit Mandelöl. Also die ist wirklich, da habe ich nicht das Gefühl, dass meine Haut austrocknet, obwohl es eine sehr preiswerte ist. Deswegen kaufe ich die immer wieder. Entweder morgens, wenn man schön frisch aussehen möchte oder auch am Abend sich die aufzulegen, nachdem man das Make-up abgenommen hat, wenn der Tag so ein bisschen gestresst war, ne? Also viel Sonne, viel Wind und die Haut so trocken ist, einfach mal so ein kleines Tuchmäskchen auflegen und fertig ist der Lack. So, dann habe ich hier wieder, die brauchte ich wieder, ich hatte mir am Wochenende den Ansatz gefärbt von der Firma Polycolor für 3,95 €, Farbe dunkelblond. Hier ist auch ein kleines so ein Pinselchen dabei, um die Farbe anzurühren. So, und mir ist aufgefallen, wenn ich mache hier nur den Ansatz, ne? Und wenn man so nach 25 Minuten das auswäscht, fließt ja diese ganze braune Farbe über diese ausgeblichenen oder gesträhnten Haarlängen. Und ich konnte dann so einen grau-grünen Touch feststellen. Das gefällt mir nicht. Und meine Friseurin sagte, pass mal auf, wenn du das selber machst, mache ich eben zwischendurch, ich renne nicht alle 4 bis 6 Wochen zum Friseur, dann musst du die Haare mit einem Haaröl vorher bearbeiten. Und hier habe ich nach einem Haaröl geschaut. Also das heißt, also während diese Farbe einwirkt, sollte man dieses Haaröl in die Haare einmassieren und somit dieses Öl umgibt dann das Haar mit so einer Schutzschicht und somit kann es nicht diese abspülende Farbe annehmen. Ist eigentlich logisch, ne? So, und dann habe ich jetzt dieses Oil Magique von El Vital gekauft, Firma L'Oreal. Gibt es auch 3 verschiedene. Für normales Haar, für trockenes Haar. Das ist auch für normales bis trockenes Haar. Und das ist jetzt hier Richtung Kokos und Kokos. Und es riecht ganz schön nach Kokos. Ich sag euch, ich habe das. Es riecht ganz schön nach Kokos, weil, ne? Kann man anwenden vor der Haarwäsche, nach der Haarwäsche oder zum Stylen. Also 3 verschiedene Möglichkeiten. Man gibt so ein paar Pumpstöße, wenn man das zum Beispiel ins trockene Haar geben möchte. Ich mache es mal nur ein. Wärmt das so ein bisschen an. Ja? Und dann kann man die Spitzen und die Haarlängen ein bisschen kneten und
dann sind die nicht mehr so trocken. Ich kann mir das auch ganz gut am Strand vorstellen. Also wenn man, egal ob jetzt Pool oder Meer oder See, kann ich mir ganz gut vorstellen. Dieses Öl kostet 4,95 Euro. So, dann brauchte ich unbedingt einen Nagelkorrekturstift. Also wenn man sich die Nägel lackiert, der ist von der Firma Essence. Manchmal malt man ja daneben und dann kann man sich schön, also es klappt wunderbar. Ich mag die sehr gerne, diese Korrekturstifte. Wenn jetzt der Nagellack so ein bisschen auf die Haut gerutscht ist, kann man das präzise mit entfernen, kostet um die 2 Euro. Dann habe ich weiter gekauft eine ganz billige Wimperntusche, also Mascara, und ich bin mal gespannt, vielleicht kennt ihr sie ja. Die ist von der Firma Essence, die heißt okay, Lashes of the Day, kostet glaube ich 2,95. Was ich daran sehr sympathisch fand, das ist jetzt keine wasserfeste, ist dieses sehr feine Bürstchen. Ich probiere das aus. Wenn sie nichts ist, wenn sie schmiert oder so krümelig wird, oder dann fliegt sie weg. Man muss ja ein bisschen ausprobieren. Weil diese Chanel 30 Euro ist auch immer eine ganz schöne Nummer. Und naja, nach 3-4 Monaten, komischerweise, obwohl man sagt 6 Monate nach Anbruch und ich das immer schön zuschraube, nach 3-4 Monaten wird die auch trocken. Ne? Also komisch, also das trocknet aus, ist keine Farbabgabe mehr so gut da. So, warte mal, das ist jetzt, das ist auch nochmal hier DM. Und dann haben wir noch, das ist DM und hier, das ist jetzt Rossmann. Bei Rossmann habe ich mir gekauft von der Firma Manhattan einen Lid Primer, 3,40 oder so, mit einem schönen Applikator. Kann man ganz toll aufs Lid aufgeben. Und was ich da so klasse fand, das werdet ihr jetzt nicht sehen auf meiner Haut, dass das so ein bisschen so ein glänzend ist. Trocknet schnell an und danach kann man gleich sich sein Augen-Make-up machen. Ich werde speziell ein Tutorial machen, einen Glowy Sunkiss Look, nur mit Drogerieprodukten. Dann werde ich diese ägyptische Erde benutzen, die ich übrigens heute auch drauf habe. Ich werde diesen Lid Primer benutzen, ich werde die Mascara benutzen, ich werde einen Eyeshadow Stick benutzen, ein Rouge, alles aus der Drogerie und diesen Gloss, stelle ich gleich vor. Auch nochmal von der Firma Manhattan, das ist auch so ein Zweierprodukt, ein Eyeshadow Stick. Die Farbe habe ich auch drauf, das ist so ein Goldbronze. Und auf der anderen Seite ist dann, ich muss mal den Träger hochmachen, ist dann so eine Art Eyeliner. In Braun. Gibt es auch Kombination noch grau-rosa. Finde ich, das passt toll zu einem Sunkiss Glowy Look. Ja, ich hatte ja, als ich euch in diesem Video über diesen Bonjour Sunshine Bronzer gesagt, dass ich jetzt mal ein anderes Mineral Foundation testen möchte und habe von Alverde gesprochen. Das kostet übrigens 3,95 und ich weiß jetzt schon, es gibt 3 Farbtöne und ich habe mir den mittleren genommen und der ist zu hell. Den werde ich wieder zurückbringen. Vielleicht kann ich den dunklen tauschen. Der ist zu hell, das geht gar nicht. Da sieht man nichts. Wenn ihr damit Erfahrung habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt oder wenn euch eine andere Mineral Foundation einfällt, die ist auch in der Drogerie, es sollen nur Drogerieprodukte sein, die es in der Drogerie zu kaufen gibt, bitte gebt es an mich weiter. Dann diesen, der ist in der Verpackung, ich mache ihn mal rein. Das ist dieser Superstay 24 Stunden Lip Gloss Matt. Kostet 8,95 Euro. Es ist ein Gloss. Ist ein sehr schöner, geschwungener Applikator. Kann man also super mit auftragen auf den Lippen. Und auf der anderen Seite
ist ein Lip Balm, um die ganze Sache zu fixieren, um sie haltbar zu machen, pflegend. Man hat weiterhin dieses matte Gefühl, aber es trocknet nicht aus. Ich habe es jetzt erst eine Stunde drauf, also 24 Stunden. Man braucht keinen Lippenstift, der 24 Stunden hält. Hält, glaube ich, sowieso keine. Das ist, glaube ich, eine sehr vage Versprechung. Und noch ein neues Produkt, das ist übrigens Maybelline, ne? Das ist Maybelline. Von der Firma Maybelline haben die vier cremige, ganz softe, cremige Blushes. Den ich haben wollte, der war schon weg. Das war in so einem Korallton und das ist hier Flirty Pink. Ist aber auch eine sehr schöne Farbe. Flirty Pink. Und dann gibt es noch zwei dunklere Töne, so beerig und so bräunlich. Die kosten so 4,95 €, ist also wirklich ein Witz. Und ganz ehrlich, die sind so cremig, das ist unfassbar, also sowas habe ich überhaupt noch nicht erlebt. Das ist so cremig, kann man sehr schön sich mit diese berühmten Apfelbäckchen zaubern, ohne dass man da so einen harten Rand hat. Verschmilzt also mit dem Make-up, mit der Haut, toll. Also, Make-up kommt noch vom Urlaub. Ihr Süßen, ich hoffe, euch geht es gut. Es sind ja einige von euch total lieb. Die haben sich schon verabschiedet von mir, dass sie jetzt im Urlaub gehen. Weil ich gehe ja dann auch in den Urlaub. Und manche sind ja auch schon im Urlaub. Wahrscheinlich sehen wir uns alle im September wieder zusammen. Ich wünsche euch allen eine tolle Zeit. Ich werde noch Videos hochladen bis Juli. Und also nicht ganz bis Ende Juli. Also bis 23. Juli oder so. Aber zwischendurch versuche ich mal so Vlogs hochzuschießen, so von der Ostsee oder auch von Berlin. Ich werde auch in Berlin sein. Ja, ihr Süßen, das war jetzt der kleine Haul mit der Kosmetik. Ich freue mich da eigentlich drauf, dann ein Tutorial zu machen mit diesen Drogerieprodukten. Ich habe lange geschaut, was könnte ich denn da nehmen. Ich hatte so eine Vorstellung im Kopf, habe das aber nicht bekommen, was ich eigentlich wollte. Ich habe schon speziell einen goldigen, nicht ganz hellgolden. Eigentlich war ich auf der Suche und bin immer nach diesen Eyeshadow-Sticks, weil ich die mag, diese cremigen Eyeshadow. Das ist gerade für die Reise ist das toll. Man einfach so einen cremigen Lidschatten mit dem Stift aufträgt, vielleicht ein bisschen verblenden. Und ich habe so eine Farbe gesucht für den Sommer. Und ich habe sie gefunden bei der Firma Manhattan. Hätte ich nicht gedacht. Die anderen hatten nichts. Doch, wo habe ich noch sowas gesehen? Glaube ich bei P2 oder... Aber der war so trocken. Also dieser hier von Manhattan, ich habe das ja beim Auftragen gemerkt, der ist ganz, ganz weich, weil das muss ja weich sein. Das darf nicht so ein harter Stift sein. Weil das Lid ist ja total empfindlich. Ne? So, ihr Süßen. Ich wünsche euch wie immer einen wundervollen Tag, seid besonders gut zu euch und bis bald. Ciao.